So, und wir haben jetzt hier wieder einen weiteren interessanten Auftrag, den ich jetzt mal abschließen möchte. Und zwar ist der Auftrag, den Popel haben wir schon geschafft. Da beschaffe alle drei Kampfpflanzen und nutze sie zeitgleich. Es steht nicht mit Gegnern, also von daher mache ich es jetzt einfach hier mal in dem Raum. Das sind die drei Kampfpflanzen, nämlich Venimosa, Tentacula, der chinesische Kaukohl und eine Alraune. Ich fange hiermit an. Dann kommt als nächstes der Kohl. Okay, damit habe ich es einmal gemacht und jetzt kann ich zurück zum Professor Garlic gehen. Hybrid vielleicht. Springende. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie es. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Wunderbar gemacht. Wenn Sie noch etwas üben möchten, können Sie das gerne im Gewächshaus tun. Aber bitte achten Sie auf die Pflanzen. So, damit haben wir jetzt einen neuen Zauberspruch gelernt, nämlich Flipendo. Flipendo, das ist dieser hier. Der geht da mal rein. Damit kann man Sachen drehen. Interesting. Ich glaube, ich weiß, wo ich das einsetzen muss. Na gut, okay. Also, so langsam. Oh, mit dir kann man noch reden. Professor Garlic, hätten Sie kurz Zeit? Die Pflanzen ruhen, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Das haben wir Verzeihung, Professor. Ich habe doch zu tun. Macht nichts. Sie finden mich hier, falls Sie reden möchten. Ist ja ganz lieb irgendwie. Die mag ich. So, okay, alles klar. Und damit hätten wir diesen Auftrag auch abgeschlossen. Und damit hätten wir wieder einen Auftrag weniger. Und dann bleibt nur noch die auf einen levitierten Gegner. Und dann können wir Descendo. Alles klar, das gucken wir uns demnächst mal an, aber ich denke mal, wir werden jetzt mal mit Urkurz Helm weitermachen. Von daher sage ich einfach mal, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wollt ihr mehr von mir sehen? Denkt dran, lasst mir ein Abo da. Findet ihr es gut? Ein Like, ein netter Kommentar. Würde mich immer freuen. Und ich würde sagen, ja, have fun, euer Aboram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.